Pulsierende grüne Flüssigkeit. Pulsierend war Resistenz. Jupp. Hier ist nichts. Das sieht langsam gefährlich aus. Zwitscher, zwitscher, zwitscher. Sehr gefährliche Geräusche. Oh, genau. Elite-Zauberer. Und Elite-Miliz und Elite-Elite. Schieß. So. Feuerball. Ritzel. Heilung. Wuff, wuff. Du bist K.O., du trinkst einen Zaubertrank, du wurdest so widerstanden. Ja, doch, geht mit Magie noch. Ich hab mir schon ein bisschen Bammel gemacht, dass er eventuell gegen fast alle Zauber immun ist oder recht hohe Resistenzen hat. Aber das geht, das geht. Ist nervig, aber es geht. Au. Weg mit dir. Piratensäbel, was haben wir da denn jetzt alles bekommen? 16 bis 20, ist dezent besser. Zweier Sandalen, nö. Zweier Stiefel, die nicht Sandalen sind, sieh die mal an. Wir sollten echt langsam verkaufen. Häuser der Zauberei. So, dich kriegen wir nicht auf, die kriegen wir nur hier mit auf. Oh. Das Ding scheint wichtig zu sein. Sonst wäre es nicht hier aufgefügt worden. Geht's noch nicht auf? Das kriegen wir weder mit dem Goldenen noch mit dem Silbernen auf. Okay. Ich habe aber schon gedrückt, ne? Das heißt, wir müssen jetzt zurück zu den Türen, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Wo ich auch meinte, dass wir eventuell mit Silber und Gold da durchkommen. Aber ich erstmal hier weiter gucken wollte. Und dann werden wir da einen Schalter oder Schlüssel finden, um dann hier weitermachen zu können. Genau, du. Ah, auch nicht. Aha. Hallo. Aua. Komm mal her. Du trink erstmal einen Zaubertrank, du trink einen Zaubertrank, du trink einen Zaubertrank. Du machst Schutz. Jetzt können wir gegen euch kämpfen. Spalten. Wusch. Hauen. Au. Finde ich langsam nicht mehr so lustig. Vor allem das Widerstehen ist doof. Ja, genau das. Hm, hauen. Pritzeln. Stirb. Einfach prügeln. So, also. Zweimal Nahrung haben wir noch. Eine Nahrung haben wir jetzt noch und das ist eine Notfallreserve. Die wird nur gegessen, wenn wir keine Tränke mehr haben. Klick. Silberschlüssel ist weg. Oh, Bosskampf. Ja, du, Ivan. Und bei dir spawnt ein Durchgehen von links Gegner. Something is coming your way. Be ready. So, Schild ist weg. Neuer Schild. Feuer. Wurzel. Immun. Also immun gegen den Wurzeleffekt, nicht gegen den Schaden, ja. Blitzdings. Und das war der Fernkämpfer, wo man nicht in den Nahkampf gehen sollte, weil im Nahkampf war der irgendwie noch garstiger. Du trink bitte schon mal einen Zaubertrank, damit du nachher wieder Schild machen kannst. Du machst das und das und das. Erste Gegnerwelle. Schild. Flammen, Wurzeln, Bestrahl. So, Problem Nummer 1. Neues Schild, Feuerball, Ritzel.
Ja, komm, mach Heilung. Britzel. Feuerball. Oh, eine Runde geschenkt bekommen, sehr gut. Er ist nach hinten gegangen, das heißt, wir gehen nach vorne. Das heißt, selbst wenn da jetzt Verstärkung kommt, können wir weiter auf ihn schießen. Und wenn er down ist, haben wir eh gewonnen. Feuer. Wurzel, Blitz. Zaubertrank. Zaubertrank. Wurzel, das Schutzschild. Gut, Schutzschild ist weg. Neues Schutzschild. Flammenstrahl, Wurzel, Blitzstrahl. Zauberpunkte und Tränke werden ein Problem, aber wir haben noch ganz viele mittlere Tränke. Zaubertrank, Feuerstrahl, Wurzel, Blitz und er ist gleich tot. Was? Au, 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 au. Ja, die schießen alle auf uns. Zaubertrank, Wurzel, Blitz. Geschehen. Schild, Feuerstrahl. Brigadine. Geh mal zu. Kannst nicht zur Seite gehen. Zaubertrank. Zaubertrank. So. Hauen. Feuerball. Britzel. Wurzel. Hauen. 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 Weg mit dir. Vorbei. Der Brief ist in einer eleganten Schrift verfasst und verrät hohe Bildung. Er ist nicht unterzeichnet. Ivan, mir ist zu Ohren gekommen, dass kürzlich einige Schatzjäger in Sorpegal angekommen sind und ihre Nase unsere Angelegenheiten gesteckt haben. Unser Versteck im Schattenwald ist nicht mehr sicher. Richtig, das haben wir ausgelöscht. Wir müssen unsere Pläne ändern und ohne weitere Verzögerung Port Meron angreifen, bevor diese imperialen Köter morgen durchschaut, womit er es zu tun hat. Mit diesen Schnüffelnasen befassen wir uns später. Eigentlich müsste der Brief jetzt noch mit Xenofex unterschrieben sein. Das wäre perfekt. Es riecht nach Xenofex. Der war bisher in jedem Spiel. Obwohl weiß ich gar nicht, ob es in 4 und 5 auch mit drin war und in den ganz alten. Aber bei 6 und 7 war, glaube ich, halt immer dabei. Acht. Weiß ich auch nicht. Die habe ich nicht ganz so häufig gespielt und mit dir will ich nicht reden. Geh weg. Ich würde es auch ruhig im Kampf gegen Ivan helfen können. Ich will jetzt hier irgendwas finden, um unten die Tür aufzubekommen. Goldene Schlüssel vielleicht? Nein. Goldene Schlüssel ist für die Truhe. Hohoho. Bald kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Was machen wir jetzt? Wir können die Ringe einfach anlegen. Trick, bling, bling. So. Bling, bling. Mitnehmen. Hier ist nichts mehr. Nee. Okay. Ja. Das heißt, wir sind theoretisch fertig mit dem Dungeon. Wir könnten jetzt zu der Wache gehen. Die Wache führt uns dann zu dem Lord Morgan. Der gibt uns einen Auftrag und das war's. Die Tür kriegen wir trotzdem noch nicht auf. Und ich habe den Verdacht, unten die Tür auch nicht. Aber das testen wir kurz. Wenn es nicht geht, gehen wir dann zu Morgan, sprechen mit ihm, verlassen trotzdem nicht den Dungeon hier und probieren es dann nochmal aufzubekommen. Ich will die Türen knacken, verdammt. Warum sollten sie da sein, wenn sie nirgendwo hinführen? Genau ihr hier. Ärgerlich. Okay, also morgen. Na komm. Da unten rum, da rum. Hier rum. So, hier gucken, ob hier vielleicht noch ein Schalter irgendwo. Nee. Nee. Yes, more glory.
hurry. Not a moment too soon, I might add. Thank you, Raiders. Maximus told me you had potential, but I wasn't expecting to witness it firsthand. But I propose we continue this conversation in a more comfortable part of the castle. Follow me. Er klingt sehr tuk-tuk. Nicht, dass das schlimm wäre, aber so gepanzerter Typ, der... Vorsitzen. Okay, stimmt, er war auch so einer. Er war ja eigentlich nur der Lustknabe der Königin. Irgendwie so. Oh ja. Einer der Bedienten hatte einen Brief bei sich. Die Imperatorin hatte mich gewarnt, dass die Lage hier schlimm sei. Ist sie auch. Deswegen spionieren wir jetzt für dich. Ja, 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 ja. Die Elfen sind böse. Wir sollen die Elfen ausspionieren. So, wir wurden rausgeschmissen. Wir haben einen neuen Auftrag. Jetzt können wir da oben durch. Genau, und hier ist jetzt der Greifenhorst, da draußen. So, den ignorieren wir. Gucken ganz kurz, ob hier irgendwo ein Secret drin ist. Nein, und gehen jetzt wieder runter. Ich will diese verdammte Tür aufkriegen. Weil das ist so die ziemlich einzige Chance, die wir jetzt noch haben. Wir haben jetzt alles hier drin gemacht. Also wenn sie jetzt nicht aufgeht, dann wurde da irgendwas vergessen oder so. Die Tür sollte eigentlich gar nicht da sein. Oder der Dungeon wird später nochmal gebraucht. Was ich mir aber ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen kann. Nö. Okay. Das heißt, entweder vergessen rauszunehmen die Tür. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, warum der Bereich dahinter eingezeichnet ist. Das heißt, er muss ihn irgendwann mal gesehen haben. Oder man kommt dann nur hin, wenn man den entsprechenden Zauber hat. Also Geheimnisse entdecken zum Beispiel. Und ich bin hier vollkommen falsch. Also da gab es zwei. Es gab Geheimnisse entdecken und noch ein Entdecken. Und eins von den beiden könnte vielleicht benutzt werden, um da hinzukommen. Das muss nicht sein mit dem Pogo-Stick. We're here to help. Begebt euch zur Schmiede der Elemente. Eigentlich nicht. Oh, warte zurück. Der Greif könnte abgerichtet sein. Er grollt bei eurer Annäherung. Wenn euch eure Finger lieb sind, solltet ihr nicht weitergehen. Dieser Schnabel kann durch Kettenpanzer beißen. Ja, okay. Reisen. Das ist das Einzige, was wir hier können. Das heißt, jetzt müssten wir vor dem, was auch immer der Elemente stehen. Wie heißt das Ding? Schmiedeelemente. Erster Flug, ja, das kennen wir alle schon. So. Oh, I need a drink or three. Kiste? Nein. Also Schmiedeelemente. Wir können mit dem Greifen fliegen, Fragezeichen. Aber sieht sehr majestätisch aus. Wir könnten mit ihm zurückfliegen. Ich will aber eigentlich in die Stadt zurück, denn ich habe viel zu viel Zeug dabei. Hier konnten wir aber nichts machen. Und da kamen wir in das Ding direkt rein. Das heißt, wir müssen jetzt wieder mit ihm sprechen, dann bringt er uns wieder zur Burg. Genau. Sagt ihr den Burgraum. Wenn wir den Burgraum verlassen, stehen wir unten vor der Burg. So rum war das, glaube ich. Gucken wir mal. Ja, jetzt wird gerade der Dungeon eingepackt. Oder wir stehen gleich unten vor der Tür. Eins von beiden. Ja, ich glaube, wir stehen unten vor der Tür. Go, 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 go. Brief. Ja, dann mal auf in die Stadt, würde ich sagen.